Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ich bin Karl. Ich bin Flo. Und ich bin Dennis. Ich bin Robert und wir wünschen euch viel Spaß bei unserem neuen 1000-Punkte-Liga-Battle-Report. Ja, hallo. Unser neues Ligasystem, was wir uns ausgedacht haben. Spielen auf einer kleinen Platte, 48x48 Zoll, zwei Armeen gegeneinander, egal welche. Wir fangen heute an mit zwei Space Marines, die zeigen wir euch später noch. Gespielt wird heute im Games Workshop Kassel und deshalb stellen wir euch den Karl vor. Hi, ich bin Karl, der Ladenleiter vom Games Workshop Kassel oder jetzt heißen wir Warhammer. Bisschen irritierend manchmal, ne? Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Ja. Aber jetzt heißen wir Warhammer, steht auch draußen dran. Ja, wir wollten das Ganze einfach so ein bisschen nutzen, dass Dennis, beziehungsweise du erklärst das einfach mal. Ich wollte jetzt schon wieder was sagen. Ich bin jetzt ruhig. Ja, wir hatten die Idee, eine kleine Videoreihe zu machen für euch, was ihr beim Malen oder auch beim am Sonntagnachmittag mal gucken wollt. Wir wollen das jetzt sehr regelmäßig machen, dass das rauskommt, am besten wöchentlich. Das Ligasystem soll so funktionieren, wie ich zum Anfang schon sagte, 48 Zoll mal 48 Zoll die Platten, 4 Missionszielmarker. Es gibt für jeden Marker halten einen Punkt pro Runde und für jede vernichtete Einheit nochmal einen Punkt. Also es kreuzt sich ein bisschen mit Asbelica schon. Wir spielen aber ohne die extra Mission und nutzen auch die ITC-Regeln oder die jetzt auch bei Asbelica wohl mit reinkommen werden. Und zwar, dass die unterste Ebene sichtblockend ist. Beste Regel. Ja, also muss man wirklich eine 8. Edition so spielen, sonst... Ja, macht keinen Sinn. Ja, und warum spielen wir im Games Workshop? Das ist ganz einfach. Wir haben uns mit dem Karl mal getroffen und wir wollen einfach hier symbolisieren, dass wir, auch wenn wir ein eingetragener Verein sind, dass wir gemeinsame Sachen machen wollen mit einem Games Workshop in Kassel. Ihr wisst ja, dass wir unseren Ladenverkauf nicht mehr haben, deswegen der eingetragene Verein. Aber wir wollen das einfach so ein bisschen symbolisch mal zeigen. Also wir stehen jetzt nicht nur einfach nebeneinander hier vor der Kamera, weil wir das jetzt unbedingt irgendwie müssen, sondern weil wir wirklich einen guten Kontakt miteinander haben. Ja. Und weil wir auch vielleicht gemeinsame Sachen mal ein bisschen planen mit der Community hier in Kassel und wirklich als Symbol für alle da draußen, dass die Communities in den ganzen Städten und Gemeinden, die es überall gibt, die ja oft sehr, sehr versprenkelt sind, dass die einfach mal zusammenrücken. Und das versuchen wir natürlich auch, haben wir uns sowieso auf die Fahne geschrieben bei Mini Paradise. Und ja, es ist eine Herzensangelegenheit auch von dir als Games Workshop oder als Warhammer Ladenleiter. Auf jeden Fall. Die Community zusammenzubringen ist eine meiner Aufgaben, würde ich sagen. Und ja, hier im Laden kann man wunderbar malen und basteln, sich mit Freunden treffen und über das Hobby schnacken. Genau. Also und zocken. Und zocken. Nicht zuletzt zocken. Ja. Richtig. Weil, ich meine, also aus deiner Perspektive, du bist ja jetzt auch noch nicht so lange Ladenleiter hier. Nee, ich bin jetzt hier seit Mai. Siehst du, ja, ist jetzt... noch nicht so lange. Wie ist das aus deiner, also jetzt mal wirklich ganz neutral gesagt, mit den Communities oder mit den Splittergruppen in Kassel? Es ist wahrscheinlich wie überall, aber so deine Einschätzung? Ja, es gibt viele, viele kleine Gruppen in Kassel, die ein bisschen versprengt sind. Aber in letzter Zeit fügt sich das ein bisschen mehr zusammen. Das ist gut. Und die Leute spielen mehr miteinander. Ja, und wichtig ist natürlich auch, weil ich sag mal, so ein Warhammer-Laden ist so der erste Anlaufpunkt, wenn Leute mit dem Games Workshop-Hobby anfangen, mit dem Warhammer-Hobby, egal ob Age of Sigmar, Warhammer 40k oder was auch immer, was es da noch gibt. Aber wichtig ist es halt auch, dass man heute oder dass wir heute auch mal erzählen, dass die Leute auch wirklich da bleiben, weil wenn sie tiefer ins Hobby reinkommen, dann merken sie, rabattierte Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier und da, aber es sollte einfach mal honoriert werden, was diese Ladenleiter hier auch über diesen Verkauf hinaus hier noch so tun, weil ihr habt eine Menge Community-Arbeit, die ihr macht, also ich nenne jetzt dich als Beispiel, weil ich habe jetzt sonst keine Referenzen, aber ja. Du machst viel für die Community, wie du es schon gesagt hast, die Leute können hierher kommen zum Malen und alles. Richtig. Das kostet das Wertvollste der Welt, nämlich Zeit auch. Ne? Ja. Deine Zeit. Und du bist immer helfend irgendwie zur Hand und hilfst den Leuten. Wir haben es jetzt mitbekommen, einer von uns hat mal irgendein Bit-Teil gesucht oder wie auch immer. Genau, ja. Falls ihr Bits sucht, ein paar haben wir da. Für Umbauprojekte, es gibt hier Umbau-Workshops, Mal- und Bastel-Workshops, die man besuchen kann.
Auch gerade wenn man noch nicht so viel über Warhammer weiß, kann man hier vorbeikommen und sich das alles angucken und ja, einfach mal in die Welt von Warhammer reinschnuppern. Genau, und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Arbeit honoriert wird und dass die Leute weiterhin in diese Läden gehen und vielleicht auch einfach ab und zu mal eine Miniatur weniger kaufen, aber dafür so ein Games Workshop, ich weiß nicht, kann man Retail Store sagen, wie auch immer. Ja, genau. Dass man das weiter unterstützt, egal ob es das woanders billiger bekommt oder sonst was, weil ein Typ, der das anonym irgendwie über einen Namen übers Internet verkauft, alles legitim. Ich möchte das auch nicht irgendwie kleinreden oder niedermachen oder so. Aber ihr habt dafür eine besondere Anerkennung irgendwie verdient. Und das ist ja, nämlich, dass die Leute hierher kommen und kaufen. Ja. Also kommt nach Kassel in den Warhammer Store und kauft hier ein und unterhaltet euch mit dem Karl. Richtig. Und kommt raus aus dem Keller. Ne? Also das genau, ist ja, ja, also wenn man so eine Gruppe gefunden hat, das findet sich ja meistens relativ schnell. 4, 6 Leute, man bleibt dann irgendwie immer unter sich. Ja. Und gerade wenn man in GW geht oder in Warhammer Store, du triffst halt immer wieder neue Leute, die genau das gleiche Hobby haben. Und das ist halt richtig, echt bei unserem Hobby sehr geil, weil die Leute so schnell aufeinander zugehen, miteinander reden, weil es doch meistens irgendwie ein bisschen Randgruppen-Hobby ist. Genau. Und deshalb, also man kann das immer nutzen. Ich glaube, wenn ich im Laden gehen muss, ich habe noch nie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht und noch nie irgendwie nicht Leute getroffen, mit denen man sagen würde, oh, eigentlich hätte ich mal Bock zu zocken mit. Ja, das freut mich. Auch gerade um neue Motivationen irgendwie zu finden, das stimmt, in seinen Projekten. Kann man immer hier sich mit Leuten austauschen. Das ist sehr gut. Das Schlimme ist, man nimmt immer eine Mini mit. Ja. Wir haben es jetzt eigenen Leib erfahren. Die Gefahr ist hoch. Wenn man hier mal drin ist. Ja, also, das, ja, wie auch immer. Also Leute, ihr wisst Bescheid, kommt nach Kassel, wenn ihr ja aus der Umgebung seid. Sprecht den Karl an und wir werden auch noch einige gemeinsame Projekte machen, wo man dann vielleicht so eine gemeinsame Liga ist irgendwie geplant, so in der Pipeline, die ihr dann hier im Games Workshop, beziehungsweise ich komme damit immer noch nicht klar mit dem neuen Namen, mit in dem Warhammer-Laden spielen könnt, aber auch bei uns, also auch für Nicht-Vereinsmitglieder ist es dann möglich, dann auch mal ein Spielchen bei uns zu machen oder so. Auf jeden Fall, wir wollen zusammenrücken, wollen das machen und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier gedreht haben, mit Sicherheit. Ich freue mich auf euch. Also, Leute, jetzt viel Spaß bei diesem Video und habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Let's go. Würde der Bessere gewinnen? Ach komm jetzt. Gut. Viel Spaß. Ja, ich darf meine Armee vorstellen. 1000 Punkte Imperial Fists. Mit dabei 4 Squads Intercessors, alle mit Stalker Bolt Rivalen, alle Sergeants tragen Power Fists. Dann ein Scout Squad, 8 Scouts, davon ein Sergeant und ein Special Weapon mit Schwebo. Dann 3x Eliminators, ganz normal mit den Bolt Gewehren, 2 Thunderfire Cannons, ein Primaris Lieutenant mit Stalker, ein Phobos Librarian und ein Phobos Captain. Dann habe ich Chapter Master. Hat natürlich meinen Captain. Ich habe ein zusätzliches Relikt, das ist Eye of the Note für den Librarian. Und mein Chapter Master trägt natürlich das Box. Ja, das wär's. 999 Punkte Ultramarines Nachfolgeorden. Also wenn ich jetzt verliere, liegt es an dem einen Punkt. Hast du genau 1000 Punkte? Ich glaube nämlich nicht. Ich müsste nochmal... Egal, das ist jetzt 1000 Punkte. Alles klar, ein weniger. 999 Punkte Ultramarines. Captain, der hat kein Energieschwert, der hat ein Kettenschwert. Ich musste das aufgrund der Punkte alles möglichst klein halten. Ganz normaler Captain, komplett nackt, ganz normaler Lieutenant. Bitte entschuldigt mir, dass ich hier einen alten Sergeant habe, aber damals gab es noch keine normalen Lieutenants. Zwei, oder in der Standardsektion, 2x5 Scouts, komplett Standard. Chef hat ein Kettenschwert. 2x6 Intercessors, die haben alle die ganz normale Auto-Bolt-Rifle, ist es, glaube ich. Dann haben wir 2x3 Eliminator, einen Rally Contemptor Dreadnought mit Twin Less Cannon, eine Thunderfire Cannon, 4 Aggressoren und das war's schon. Der Kerl hier kriegt natürlich Chapter Master und dann kriegt er gleichzeitig das Relikt, das heißt, Dennis, wie heißt das aus? Ja, Relic of Oath. Auf jeden Fall, dass ich dann eine Einheit wählen kann und dann kriegen alle Jungs innerhalb von einer 6 Zoll imaginären Bubble um ihn, glaube ich, können alle Treffer und Verwundungswürfe wiederholen. Ansonsten spiele ich einen Nachfolgeorden der Ultramarines.
Das heißt, ich nutze hier den wie heißt es nochmal, also die 3 Zoll zusätzliche Reichweite und den Master Artisan, glaube ich, heißt es, mit, dass ich jeweils bei jeder Einheit oder bei jedem Modell, wenn es einzeln ist, einen Treffer- und Verwundungswurf und einen Schadenswurf, glaube ich, sogar auch noch. Nee, Treffer- und Verwundungswurf wiederholen darf. Einen einzelnen. Ja, das war's. So, dann nochmal zu den Regeln, damit es für alle klar ist. Also, wir spielen auf 48 mal 48 Zoll. Genau, wir haben 4 Missionsziele, die in einer Raute aufgestellt sind. Am Ende jedes Spielerzuges erhält man einen Siegpunkt. Außerdem sind, wie vorhin schon angesagt, die untersten... Jetzt habe ich mich verhaspelt. Die untersten... Erste Ebene. Die erste Ebene sichtblockend. Genau, und für jede abgeschossene Einheit gibt es einen weiteren Siegpunkt. Und ganz zum Schluss, wie bei Asbelica, für alle jeweils vollends vernichteten 100 Punkte gibt es ebenfalls einen Siegespunkt zum Ende. Das sind die Regeln. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen auf dem Schlachtfeld des heutigen Tages. Der Karl hat eine wunderbare Platte für uns vorbereitet hier. Ich kann ja mal kurz hier drüber gehen so ein bisschen, dass man das alles mal sieht. Also es ist eine wunderschöne GW-Platte. Und hier, ach so, und bei der Gelegenheit können wir euch gleich die feigen Imperial Fists zeigen, die sich hier hinten in den Ruinen versteckt haben. Und die Ultramarines stehen natürlich hier draußen, das war auch klar, ne? Also die wollen nach vorne. Von den Scouts und den anderen Quatsch da hinten absiegen. Ach so, genau, ja. Auf jeden Fall, das ist unser Spielfeld. Wir haben eben gegeneinander gewürfelt. Der Flo hat eine 5 oder 6 gewürfelt, ich habe eine 1 gewürfelt. Entsprechend durfte er sich die Seite aussuchen, das ist dann die hier geworden. Ich musste zuerst aufstellen, das habe ich getan. Und darf aber anfangen jetzt. Warlord Trades könnten wir nochmal erwähnen. Genau, erzähl mal Warlord Trade. Also meiner hat Hand of Dawn, das heißt, ich darf D3 zusätzliche CPs generieren. Ich habe natürlich eine 5 gewürfelt. Damit habe ich 3 zusätzliche CPs. Wobei ich da anmerken muss, dass ich das nicht gesehen habe. Aber der Spielleiter. Und Karl auch nicht. Nee, er hat nicht gesehen. Das wird die Luft. Ich habe es leider gesehen. Karl, du glaubst es auch nicht, oder? Nee, unglaublich. Das ist unvorstellbar. Aber wir, na gut, okay. Es ist dir, sei dir gegönnt. So sehe ich das auch. Okay. Mein Baller Trade ist übrigens, dass ich auf eine 5+ CPs wieder bekomme. Ja. Wollen wir mal beginnen, würde ich sagen. Man sieht jetzt hier Aufstellung, also ich erzähle das mal ganz kurz hier. Intercessors, Contemptor, Dreadnought, die Aggressoren, Eliminator, Captain, Lieutenant, Intercessors hier, Thunderfire, Cannon, Scouts, also da. Und dann mal ganz schnell zum Flo. Ja, vorne Scouts, Intercessors, Captain, Lieutenant steht hier, Librarian mit den Eliminators zusammen und 2 Thunderfire Cannons. Also alles feige in der Ruine, um das mal zusammenzufassen. Vielen Dank. Grafisch ist das. Ja, das stimmt. Ja, ich gebe 2 CP aus am Ende, aber am Anfang, am Ende wollte ich schon sagen. Könnt ihr aber vielleicht noch die Initiative klauen. Ne? Ja, aber erstmal zu Beginn der ersten Schlachtrunde gebe ich jetzt erstmal 2 CP aus und stelle. Nee, dann müsst ihr vorwürfeln. Aber die meinen, sonst kriegst du nichts. Echt? Warte, mach mal. Okay. Aber das wäre ja viel jetzt. Ja, komm jetzt nimm einfach irgendeinen. Ja. Seht ihr das? Hat er den nie geklaut? Das ist ein Scherz jetzt. Hat er gezockt? Ja. Ja, was soll ich sagen? Und jetzt darf ich nicht umstellen. Doch, jetzt darfst du trotzdem umstellen. Ach so, okay. Ja, ist vielleicht jetzt sogar noch wertvoller. Okay. Hand of Dawn und so. Einen von Dominik's Würfel geben wollen. Ja, echt mal. Okay, ich stell mal um. Ganz dringend jetzt. Ganz unten war es. So, die Gemüter sind immer noch aufgeheizt. Beziehungsweise meins. Die habe ich umgestellt, den habe ich umgestellt, die da habe ich umgestellt. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig schlechte Schussphase. Ja, ich würde sagen, wir müssen ja erstmal ne, angrüßen das, oder das so. Das kannst du aber vergessen jetzt. Komm. Okay. Angrüßen, das macht aber jetzt, das war Provokation. Nein. Hm. Das würde ich niemals tun. So. Okay. Okay, Imperial Fists, Runde 1. Die Bewegungsphase der Imperial Fists ist vorbei. Florian, erzähl doch mal. Okay, also meine Scouts sind hier rüber. Ganz kurz, freust du dich eigentlich immer noch, dass du die Inni geklaut hast? Ja, schon ein bisschen.
Ist okay. Also es gibt Schlimmeres. Du guckst also, als wenn es voll normal ist. So, ja. Ja, mache ich jedes Mal. Mit diesem einen speziellen Würfel. Aber das ist halt so, ne? Glück und naja. Okay, meine Scouts sind advanced hier rüber mit 4 Zoll zusätzlich zu dem Missionszielmarker. Mhm. Ein Trupp Intercessors ist ebenfalls mit 5 Zoll advanced, einfach in die Richtung. Die stationär geblieben sind die Thunderfire Cannons, die Eliminators, der Librarian und mein Captain. Sowie der, ja gut, der Trupp ist ganz normal bewegt, der ist normal bewegt, der ist auch normal bewegt. Ja, das war's mit meiner Bewegung. Dann kommen wir jetzt ein Lieutenant ist so ein bisschen hier rüber gelatscht. Dann kommen wir jetzt in die Psi-Phase, würde ich sagen, ne? Ich mache nichts. Du machst gar nichts? Kein Psi, nee. Echt nicht? Runde. Nee, aktuell nicht. Okay, dann kommen wir zum unangenehmsten Teil. Schießen. Okay, wir haben 3x Intercessors, die jeweils nicht advanced sind. Das ist der Trupp, der Trupp, der Trupp. Schießen alle gleichzeitig auf die Intercessors von Robert da hinten. Und handeln wir einfach zusammen ab. 14 Schuss, 14 können sehen. Okay. Alle Stalker, deshalb minus 1. So, das sind 6 schon mal. Auf die 4. Ich darf durch Chapter Master diese hier wiederholen. Die haben so getroffen. Da ist nochmal eine 6. Die trifft noch, die treffen leider alle nicht. Für die 6 kriege ich durch Imperial Fists nochmal 4 extra Treffer. 3, weil eine 5 war ja dabei. Ach, das ist. Ah, okay, stimmt, hast recht. Ich habe die nur so getroffen, das heißt, der kommt einer weg. Okay, dann machen wir mal Schaden. Auf E4. 1 wiederholen. 1 wiederholen durch Lieutenant in Ruine. Okay, dann haben wir hier. DS minus 2, nee, 3 sind 3 durch die Bastel oder Spinne. Und 2 Schaden. 8 Stück. Mhm. Alarm. 6. Alle weg. Alle tot. Da ist er weg. Robert, was sagst du dazu? Komm, ist gut. Sagt ja gar nichts zu. Ziel erfüllt. Das gibt's ja nicht. So, willst du gleich weitermachen? Ja, ich würde mal mit Mama Thunderfire kennen. Also ich spiele sowieso Artillerie-Sperrfeuer auf die Thunderfire kennen. Auf welche denn? Ja, ich mache einfach mal auf die rechte von beiden. Mhm. Die nicht von ihm irgendwie markiert ist. Kostet mich 2 CPs. Ich habe ja genug. Achso, zur Erklärung, ich habe die mit meinem Relikt markiert, das heißt, alle, die da drauf schießen dürfen, Treffer und Verbundungswürfe wiederholen. Wo willst du denn drauf schießen, lieber Flo? Also, 2 CPs habe ich geopfert, ich würde mal schießen. Achso, dann würfel ich doch mal, ob ich was kriege. Nee, darf ich nicht. Nee, nur in deiner. Ich würde erstmal mit der einen beginnen. Die erste Thunderfire Cannon schießt jetzt mit ihrem, die darf nur einmal schießen, schießt sie auf die Thunderfire Cannon von Robert. Hier unten steht. Genau. Das sind 4D3. War richtig, ne? Ja. So, dann haben wir hier 3, 6, 7, 8, 9, 10 Schuss. 10 Schuss. Ich treffe auf die 2. Mhm. 1 im Rerollen durch Chapter Master. Treffen alle. Widerstand hat das Ding 6, ne? Ja. Dann leider nur auf eine 5. Stärke 5, der ist minus 1, ein Schaden Standard. Der ist minus 2, aber schwer. Der ist minus 2 und. Warte. Ja, so, dann haben wir hier. Schon mal, das sind Wunden. 1 sind Rerollen durch Eye of the Mode. Nö. Dann haben wir hier minus 2, ne? Der ist minus 2. 4 Schaden, 4 waren. Alles safe. Oh. Okay. Schade. Nächste auch gleich auf. Die Doppelschuss, 8D3. Oder darfst du ja doppelt schießen? Ja, ich schieße nochmal erstmal auf die.
Die hat 4 Leben, ne? Ja gut, dann schieße ich nochmal auf die. 4d3 wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7 Schuss. Ja. So, die treffen alle. Wunden leider nur auch für eine 5. Oh Mann. Okay, eine. Safe. Ja, schade. Und nochmal? Nee, ich schieße nochmal auf einen Eliminator. Trugwort. Okay. Ja. Welchen? Der steht. Links oder rechts? Nehmen wir den beim Captain. Okay. Also hier. Rechts. Ja. Auf den Druck. 4d3. Da haben wir 3, 4, 5, 6, 7. Achso, das ist eine 6. 7 Stück. Auf die 2. Die reroll ich. Jo, alle wieder. Diesmal auf die 3. 1 wiederholen zum Glück. Jo, dann haben wir 6 Stück. Ich krieg kein Cover, ne? Nee. Bei dir. Das ist fies. Minus 2 hast du gesagt, ne? Ich bin auf die 5. 5! Oh. Wie viel Schaden immer? Nur einer leider. Okay, einer weg. 2 weg, 3 weg. Alle weg! Und der Druck ausgelöscht. Mein Wipeout. 72 Nein. Punkte weg. Dann kommt jetzt der letzte Part meiner Schussphase und zwar schießen meine Eliminators auf Roberts Eliminators mit ihren Executional Rounds, also keinen Line of Sight. Treffen auf die 2. Treffen alle. Kein Bolter. Naja. Wieso treffen sie auf die 2? Kein Treffen. Das gibt aber zusätzlich, ne? Das ist ja plus zweiter Hit. Er trifft dich ja besser, weil er dich nicht sieht. Genau. Ist ja programmierte Munition. Ach so, stimmt. Also eigentlich wäre es auf die 1 getroffen, ne? Also wer sich das bei GW ausgedacht hat. Ich wunde auf die 3. Oh, einer nicht, den kann ich wiederholen. Oh Mann. Okay, dann Rüstung. Die ist minus 2, 5er. Okay, hat einer noch einen. Mhm. Ja, das war's mit meiner Schussphase. Punkte kannst du mir erzählen, Dennis. Ich? Ja. Der Flo hat doch rausgenommen. Der Flo kann erzählen, was er dir alles rausgenommen hat. Naja, ich habe 2 Einheiten vernichtet. Also genau, einen Intercessor Squad habe ich vernichtet, den Eliminator Squad habe ich vernichtet. Ansonsten halte ich 2 Missionsziele, wenn ich das richtig sehe. Welche? Die hier, ne? Das mit den Scouts und das mit den Intercessors. Gut, dann 4. Kommen wir zu Roberts Runde. Bewegungsphase ist vorbei. Die Jungs hier sind mit einer 5 advanced. Die standen ja vorher hier hinten, sind jetzt hier vorne. Er hat ja 9 Zoll Movement, ist ganz normal nach vorne. Dann Eliminator stehen geblieben, Captain Lieutenant so, dass sie in 6 Zoll alles in Bubble haben. Aggressoren durch die Ruine nach vorne, die Scouts ein Stückchen nach hinten. Wegen dem Charge, da habe ich ein bisschen Angst. Die Scouts haben sich so verschoben, dass sie gerade so alle hier durchlinsen können auf diesen Trupp. Ach so, nicht da hoch. Und nö. Ja, dann kommen wir in die Schussphase. Meine Thunderfire Cannon schießt auf Flo's rechte Thunderfire Cannon. 4d3. Auf die 2. Stärke 5 auf die 5. 2-mal bitte. Minus 2. Okay. Und woher kenne ich diese Würfelwürfe? Das machen die Eliminator auch. Auf die Thunderfire kennen? Ja, das irgendwie muss. Nee, Quatsch, die schießen auf deine Eliminator. Ah, okay. Mit der Dingsbums Round. Auf diesen Move kenne ich. Treffen. Starke 5. Rein. 2 Stück. Minus, was haben sie? 2? Die ist minus 2, ja. Jetzt. 5.
Ne, ich krieg Deckung und ich habe Tarnmäntel. Stimmt, er kriegt sie. Ha! Trotzdem schlecht. Ja. Einer tot. Der Rally Contemptor Dreadnought wird auf diesen Trupp da drauf schießen. 4 Schuss. Jetzt bin ich mal gespannt. Den, die beiden wiederholen wir durch Chapter Master. Da ist einer raus, ich glaub's nicht. Stärke 9. Auf die 2. Eins wiederholen durch. So, dann 3 mal minus 3 bitte. Minus 4. Minus 4 jetzt durch Dark Screen. Nein, sieht schlecht aus. Dann der erste. 6 Schaden. 5 Schaden. 5 Schaden, dann okay. Sind 3 tot. Das also die Schadenswürfe ja. Waren gut, ne? Ja. Die da, genau. 3 Stück. Ja, der Robert schießt mit den Aggressors in die Scouts da hinten rein. Die kriegen keine Deckung. Der Robert hat leider zum Anfang der Bewegungsphase vergessen anzusagen, dass er möchte, dass diese Einheit als in der taktischen Doktrin zählt. Der Flo aber nett, wie er ist, hat gesagt, ja klar, kannst du noch machen. So, und jetzt... Ich würfel erstmal, ob ich den CP wieder bekomme. Nein. Dann 4W6 dazu. Oh, der ist gut. Das sind 20 dazu. Ich hab, glaube ich... Zu wenig Würfel? Würfel. Ich kenne das Problem, Robert. Nee, passt. Passt. Okay. Okay. Dann würfel ich mal die ersten 2 plus die 4W6 schon dazu. Flo, willst du mir helfen, die Würfel zu kriegen? Nein, passt schon. Das passt meine Würfel nicht an heute. Auf die 3. Wir zählen mal. Rerolls. Mensch, da sind immerhin 3 Würfel rausgegangen, ne Robert? Ja. Von ganz viel. 4 waren es doch, oder? War das jetzt eigentlich jetzt alle Schutzschutz? Nein, das ist die erste Hälfte. Ah, aber plus die 4W6. So. Stärke 4 auf 4. Die 4. Wieder schon 4, ja. Einzeln wiederholen. Oh, das sieht nicht so toll aus, ha? Wieso? Viele 3 dabei, viele Einsen. Einsen darf ich ja wiederholen. Der Robert rerollt das jetzt alles, dann läuft das. Wir finden hier dauernd noch Einsen. Aber das ist ja jetzt die erste Hälfte. Ja. So, ich sortiere aus. Okay. 2x9 auf die 5. 18 Wunden hat der Robert gemacht. Das sind hier 2, dann haben wir schon mal... Ja, das ist schon weg. Ja, ich nehme den. Der halbe Beschuss hat gereicht. Ja. Das ist der Scout-Trupp. Ihr weg. Tja, schade um den CP. Robert Scouts schießen. Auf diesen Trupp oder auf den Verkleinerten? Auf den Verkleinerten. Auf den? Ja, okay. Achso, warte mal, da muss ich einen rausmachen wegen Rapid Fire. Ja. Sorry. 5 Schuss Folter. Rein. Halt, warte, du darfst einen wiederholen, Master Artisan. Ah, danke. Habe ich letztes Mal mich auch vergessen. Okay. 4. Und hier darf ich auch einen wiederholen. 2. Minus. 0. 2 Stück. Safe. Super. Ja, Ende meiner Runde, meines Spielerzuges und auch Ende der Schlachtrunde 1. Ich habe einen Trupp vernichtet vollständig und halte 2 Missionsziele. Das heißt einmal hier und einmal da. Und dann steht es 3-4 für die Fists und wir kommen in Schlachtrunde 2. Meine Bewegungsphase. Die Intercessors haben sich in die Richtung der Scouts bewegt und auch zum Missionsziel. Die Jungs sind advanced mit 6 Zoll, die zweiten sind auch mit 6 Zoll advanced. Der Intercessor-Trupp, der aus so 2 Modellen besteht, ist zurück in die Ruine, sodass er das Missionsziel noch hält. Ansonsten habe ich keine Bewegung. Ja. Kommen wir zur Psi-Phase. Ich mache nichts. kommen wir zur Schussphase. So eine Verschwendung dieses Modells. So traurig. Ja, Schussphase. Okay, ich habe mit der Thunderfire Cannon, die nicht zweimal schießt, nämlich Tremor-Geschosse und schießt damit auf den Trupp Intercessors. Möchtest praktisch daran hindern, dass sie sich da an das Missionsziel stellen? Genau. Okay. Also die schießt mit Tremor-Geschossen. Ja, erstmal. Das sind. So, haben wir 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, ist das richtig? Ne, 10 Schuss. Okay. Du bist aber recht sportlich heute, ne? Ja, ist okay. Ich habe schlechter gewürfelt. 10 Schuss.
Auf die 2. Eins rerollen. So, wir sind hier mal vor die Würfeln. Alle. Wunde jetzt nur noch auf eine 4. Der Trupp ist aber auf jeden Fall schon durchgeschüttelt. Wunde auf eine 4. Eins wiederholen. So, das sind. Zack, zack, zack. Wie viel sind es? 8? Ja, 8 Stück. DS minus 2. Habe ich jetzt 8? Ja, 5. Komm! Einer weg, zwei weg, einer hat Lebenspunkt. Okay, und Trupp durchgeschüttelt. So, dann die nächste Thunderfire Cannon. Mit der hast du die CP-Fähigkeit geschossen, genommen, dass du doppelt schießen kann. Mhm. Wo willst du drauf schießen? Ich würde die nochmal zurückstellen. Ich schieße jetzt erstmal mit meinen Eliminators wieder verdeckt auf deine Eliminators. Ja. Es sind leider nur noch 2 Stück. Ich habe noch 3. Aber du hast doch schon 3 vorher verloren. Achso, stimmt. So, die beiden treffen. Ja. Wunde auf die 3. So nicht. Verwundet einmal. Hat der andere nicht schon einen Lebenspunkt weg? Ja. Minus? Minus 2. 5. Hält. Das andere wäre eine 4 geworden, wenn er nicht runtergerutscht wäre. So kann man den Reroll auch nutzen. Ja. Die erste Schussphase der Thunderfire Cannon geht auf die Eliminators. Das sind diesmal 3, 4, 5 Schuss nur. Hm. Auf die 2 treffen alle außer der, den darf ich wiederholen. Treffen alle auf die 3. Der macht aber spannend. Jo, alle. Minus 2. Minus 2, auch auf die 5. Das war auch meine Elemente etwas, ne? Mhm. Oh oh. Der eine weg, der nächste weg, der nächste weg. Alle weg. Ja, sehr gut. Eliminator Squad ausgelöscht. 2 Eliminator Trupps weg beim Robert schon. Dann schieße ich mal mit dem Intercessor Trupp. Die kriegen einen Abzug auf die Scouts vom Robert. Eigentlich dran? Bei dem Intercessor Squad, ein der vordere wirft eine Granate auf die Scouts, die restlichen 4 schießen auf die Scouts. Der mit der Granate wirft Frag-Granaten, also D6. 3 Stück. Die trifft er auf die 3. Eine wundet auf die 5. Ja, wundet. Safe. Dann nochmal 4 Stalker mit einem Abzug von minus 1. Die treffen fast alle. Da gibt es einen zusätzlichen wegen Boltwaffe. Mhm. 4 Stück. Auf die 4. Hm. Einer weg. Einer weg. Der Flo schießt das zweite Mal mit der Thunderfire Cannon. Auf diesen Scout-Trupps. So, das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abschuss. 8 Stück auf die 2. Einsen darf ich rerollen. Nein. Nummer 7 Treffer auf die 3. Einsen rerollen. Yep. Hier ist minus 2 auf die 6. Da sind 5 weg. Das sind 5. Juhu! Nahkampfphase. Und zwar versucht der Intercessor Squad auf die Scouts zu chargen. Du kannst Abwehrfeuer geben. Eine Rapido Fire. Einmal minus 0. Safe. Dann charge mal. Ich versuche zu 7.
Nimm dir kein Beispiel an meinen Schauspürfen. Das macht spannend. Passt? Ja. Passt, genau. Okay, meine Intercessors gehen auf Robert Scouts. Ja, Abwehrfeuer war ja nicht so erfolgreich. Ja, zwei getroffen. Wir machen die Fäuste zusammen mit den normalen Attacken. Die roten stellen die Fäuste dar. Jo, dann haben wir die treffen schon mal. Treffen. Einer trifft nicht. Die Kamera möchte mal deine Armkunst ganz scharf stellen. So, zweimal trifft eine Faust, das restliche bekannt. Das ist sowieso jetzt Perlenpolizei auf meiner Seite. Oh, so. Das ist ja ein bisschen 1-2. Ja, gar nicht mal so gut. Okay, dann haben wir 4. Einmal ganz, minus 5 ganz normale und der ist minus 3. Ne? Okay, dann ist einer raus. Ist weg. Und 5-mal? 5-mal kein DS. 5-mal kein DS. Könntest du überleben. Oh ja. Ja, das ist gut geworden. Ah, da können wir zurückhauen! Jawohl! Da! Chef, halt, Chef und bleibt stehen. Der geht raus. Dann haben wir. Wie viele Attacken haben die Jungs eigentlich? Ja, zurück! Scouts wehren sich. Oh, darfst du wiederholen, Robert? Oh, stimmt. Richtig, Master. Okay, und 4. Komm schon. Los jetzt. Nein, den darf ich aber auch wiederholen. 2 Stück, minus 0. Stirb, Flo. Stirb. Nein. Nix. Ja, Moral höchstens noch. Unbeugsam. Was habe ich gemacht? Ich habe 2 Trupps ausgelöscht. Die Elmeraders vom Robert und die Scouts hier vorne. Des Weiteren halte ich 2 Marker. Und zwar den und den. Und habe damit 4 Punkte geholt. Bewegungsphase ist abgeschlossen. Die Aggressoren sind hier rüber. Captain Lieutenant hinterher. Relic Contemptor ist auch nach vorne. Die Jungs Advanced sind jetzt gerade so dran. Weil ja 3 plus die Hälfte vom Advanced Thunderfire kennen stehen geblieben. Der Scout hat sich zurückgezogen. Und dann fangen wir direkt an zu schießen, weil wir Psi-Phase überspringen. Der Relic schießt alles hier rein in die Intercessor, die ja da drunter sind. Auf die 3. Auf die 2. Nee, er hat sich bewegt. Ja, und du kriegst keine Abzüge fürs Bewegen. Ach so, schießt immer, guck mal. Ach so, das ist ja... Das ist cool, 3 Marines. Das darf ich mir. Plus 1 DS. Das gibt's nicht. Gut, dass der DS dabei ist. Dann darf ich... einen wiederholen durch Captain Lieutenant und den mache ich Master Artisan hier. Genau. 4-mal minus 3 bitte. Auf die 6. 3 Stück. 3 Stück. Wünscht ihr, könntet hier immer sehen, den Zuschauer, wie der Kali immer im Hintergrund durch die Gegend hüpft, um nicht drauf zu sein. Aber da kommt er nicht drum rum. Ein Motor. Und einer hat noch einen Lebenspunkt. Ich habe versucht, es irgendwie zu überspielen, deine schlechten Würfe. Ja, das war halt. Sind die Würfe vom Dominik, ne? Ja. Danke. Man kann es nicht oft genug betonen. In deiner Fall. Also, Aggressoren schießen, 3 Stück da hinten rein und einer plus 4 W6 in den Trupp. Wir fangen an mit den 36. Reroll. Und die Rerolls. Aber Master Artisan darf ich ja jetzt nicht nehmen. Nee. Also darfst ja keine Rerolls oder Revolts nehmen. Judy! Schade eigentlich, ne? Verbunden! Der war mir nicht auch okay gewesen, oder? Auf die 4. Und eins wiederholen aus. Und könntest dich noch entscheiden, ob du noch einen wiederholst. Mache ich auf jeden Fall durch Master Artisan. Mensch hier. Einsen. Dann nehmen wir hier die 2. Nee. Gut, okay, dann die Einzelne. Ja, das ist nicht so geil, glaube ich. Ja, der war nicht so gut, der Wurf. Und die Rüstungshose vom Flo. Auf die 4. So, die sind safe. Dann haben wir 3 Tote. 3 Tote. Das waren die W6. Der Robert schießt, hat jetzt praktisch gerade die W6 ausgewürfelt von den Aggressors auf den Intercessor-Trupp hier. Ja. Und das sind jetzt wie viel? 8? Mhm. Wie fährt das da raus bei den Keine W6? Ahnung, es waren viele. Und einer bleibt übrig. Alles klar. Auf die 3. Das sind die W6en.
Das sind alle zusammen. Das sind die 8 wie 6 plus 12. Genau. So wenig mehr. Das sieht nur so aus. Schon okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. So, auf die 4. Nee, Master Artisan hast du schon. Schon habe ich schon gehabt. Ich gönne ihm aber auch nichts. Okay. So, und der Flo würfelt wieder oder versucht abzuwürfeln. 4 Jungs stehen noch. Auf die 3. 17 mal DS-1. Das könnte aber fast halten, ne? Das sieht gut aus. Also, warte mal. Wie viel? Einer tot, 3 tot. Jo. Steht noch mein. Genau, einer. Der Sergeant mit der E-Faust. Ja. Also, der Captain versucht jetzt, diesen Sergeant hier auszulöschen. Captain, rote Würfel, Sergeant, helle Würfel. Der Robert will es jetzt wissen. Aber er darf ja sozusagen alles wiederholen. Captain, rote Würfel. So. Hast. Und Stärke 4, auf die 4. Und du darfst theoretisch noch einen roten und einen weißen wiederholen. Wegen Master Artisan. Doch, die 2. Achso, den roten vorhin beim Treffen oder was? Nee. Nee, den hattest du ja, schon wieder. Passt doch. Das sind 5 Stück. Die ist minus 1, also 5 mal auf die 3. Ja. Dann gibt's jetzt spannend. Hält. Hält echt, genau. Schlecht. Schade. Die Thunderfire Cannon von hier hinten. Schießt auf den Token mit den 2 Jungs. Das sind die D6. Das ist nicht sehr vieles. Das ist 5 auf die 3. Die eine 2 hättest du übrigens schon wieder gewinnen können. Richtig, alles klar. Wobei du sowieso auf die 2 triffst. Ja. So, das war der Treffer. Das war der Treffer. Und jetzt der Verwundungswurf. Verwundungswurf. Nein, alles klar. Gut, dann 5 Stück minus 1. Richtig? Ja. Aber jetzt nur. Beide Alter. Tot. Alter, na gut. Dann gebe ich 2 CP aus. Und lass den jetzt einfach nochmal auf den Trupp schießen. Ich guck mal, ob ich die 2 CP wieder bekomme. Ja, jawohl! So, dann 4W3 auf den einen. Auf die 2. Master hat die Sache noch nicht zurücknehmen. Und auf die 3. 5 Stück. 5 Stück. Diesmal die ist minus 1. Aber Deckung. Ja. Auch 5 Stück. 3. Auf die 3. Ciao, 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 ciao. Der könnte den Reroll ausreden. Ja, komm. Ja, wobei, ich hab noch. Ich könnte noch 2-mal die Sonderfrage. Ja, ich mache einen Reroll. Oh, danke, Dennis. Bitte. Noch gerne dein größter Fan. Ah, reicht. Und dafür war es da, Robert. Dafür, dass das jetzt verhauen hat. Das war der Loki-Bait. Ja, Runde 2 ist zu Ende. Nee, 2 oder 3? 3 sogar schon, ne? Ne, 2. Aber geht ja, wird immer schneller. Der Robert hat die 2 Intercessor-Trupps hier ausgelöscht. Hat Flo natürlich damit Bordkontrolle genommen. Ja, ansonsten ist alles so ein bisschen nach vorne gegangen und jetzt sind wir mal gespannt auf Flo's nächste Runde. Captain hat sich, oder Chapter Master hat sich ein bisschen rüber bewegt. Die Jungs haben sich aus der Ruine rausbewegt mit dem Psioniker und dann war es das auch schon mit. Achso, der Lieutenant ist auch ein bisschen näher an seine Boys ran. Hallo. Um den Reroll für Einsen zu bekommen. Okay. Robert schnüffelt Morgenluft. Ja, ich habe Angst vor den Thunderfire-Cannons. Psi-Phase? Die Psi-Phase. Auf die Aggressoren, ne? Der Flo spart sich doch die Psi-Phase, weil das irgendwie keinen Sinn macht. Er fängt mit... Mit dem Intercessor-Trupp auf die... Aggressors an. Aggressors an. Haben die sich bewegt, die Aggressors? Nein, haben sie nicht. Das heißt, fünf mal ganz normal auf die 3+. Plus. Zwar nicht getroffen, aber ich krieg einen dazu, für Polter. Auf die 4. K.
Toughness 5 hat er, haben sie, ne? Achso, ja. Mist. Okay, auf die 5. Eins rerollen. Jo, das sind 2 Schaden, also 2 Wunden. PS minus 3. Beide durch. Beide durch. Ist und einer tot. 2 Schaden flat. Okay, einer tot. Okay. Thunderfire Cannon? Ja, ich lasse meine... Obwohl, ich schieße erstmal mit den Eliminators. Ja, auf die Intercessors wahrscheinlich. Auf die Intercessors. Die Eliminators, die hier stehen. Die schießen natürlich diesmal ihre harte die Munition. Jo. Treffen aber nur auf die 4, ne? Weil bewegt. Mhm. Einer wird nicht, der darf wiederholen durch Chefmaster. Nein. Wundet auf die 3. Jo. Achso, und das gibt dann eine zusätzliche Mortal, ne? Okay. Mhm. Und wie viel DS? DS minus 3 oder 4 jetzt sogar, ne? DS minus 3. Und bei dir plus 1 nochmal, ne? Gut. Also okay. Einer weg. Einer weg einfach. Halt, stopp. So. Ja. Erster Schuss auf die Aggressors mit der Thunderfire Cannon auf die Aggressors. Das sind diesmal, hier sind 6, 9, 10 Schuss. Das hatte ich schon so oft da 10 Schuss gewürfelt bei 4 wie 3. Das ist sportlich. Treffen auf die 2. Die darf ich wiederholen. Oh. Ja, okay. 9 Treffer. Das sagt er auch noch so. Ja. Auf die 4. Nicht so auf schön. 9 von 10. Hm. Nichts wiederholen. Doch. Klar. Ist ja noch ein Reifen. Achso, die 1. Ja, okay. Dann raus da. Sehr gut. 5 Stück. So. Auf die 4, ne? Jo. Nee, auf die 5. Die macht DS minus 2. Echt? Ja. Achso, ich meinte, warum? Okay, dann. So. Okay. Noch einer weg. Ja. Dann die zweite Thunderfire Cannon. Schießt ebenfalls auf die Ressource. 4 W3. So, das sind 6, 7, 8, 9 Schuss. So. Auf die 2. Einsen wiederholen. Bei der auch? Ja. Ach so, okay. Das ist ja der Catch-up der Master. Ah ja, okay. So, die treffen alle. Auf die 4, einen nicht wiederholen. Genau. Auf die 4. So. Okay, dann haben wir... 7 Stück? Ja, mit 5 plus. Oh, ich glaube, jetzt geht's in der Größe aus. Komm, schaffen wir. Kein Problem. Nee. Weg. Weg sind sie. Und ich kann auch einmal schießen. So drauf. Mit der Thunderfire kennen und zwar auf den Intercessors Code. Jo. Gut, dann nochmal 4W3. 4W3 mit auf den Intercessors. Würde ich hier anmerken, dass ich hier auf den Scout geschossen hätte wahrscheinlich, aber jetzt ist das spät. Vergessen, ja. Okay, auf den Intercessors Code. Der Robert Clever da hinten reingestellt. Da müssen wir manchmal mit dem Gegner spielen und einfach Einheiten verstecken. Ja. Aus dem Auge, aus dem Sinn, ne, Robert? Auf den Intercessors Code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Schuss. Die kriegt ja wieder den Reroll beim Wunden. Okay, die hat alle getroffen. Wundet auf die 3. Ja, 5 Stück. Sieht man nicht. 5 Stück mit 4 minus 2. Einer weg, 2 weg, einer einen Lebenspunkt. So. Punktlandung. Sehr gut. Ja, dann war's das mit der Phase. Du hältst einen und zerstörst eine Einheit und hältst eins. Sind 2 Siegespunkte. Jawohl. So, der Robert hat sich bewegt, hat seine Bubble aufgelöst, hat den Captain und den Contemptor Dreadnought nach vorne geschoben. Lieutenant hält das Missionsziel. Ja. Und da hinten im Gebäude steht noch die einsame Kanone drin. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich gebe jetzt meine letzten 2 CP aus. Und lasse jetzt meine Thunderfire Cannon direkt schießen. Zweimal schießen. Gucke mal, ob ich den wieder bekomme. Ja, habe schon einen wieder bekommen. Dann gleich 8W3 Schuss. Okay, auf. Auf den Intercessor-Druck. Aha.
Warte mal, dann nehme ich. Wo kann ich das noch? Ich habe nur noch ein CP. Das kostet, glaube ich, 2. Ja, ich nehme den Schmerz, das ist eine Lehre. Das heißt, dass ich mit 6 auf den Pain habe. Auf die Einheit. Ah, okay, alles klar, let's go. Master Artisan. Auf die 3. Master Artisan. 6, 9, 10, 11 Stück minus 1. Achso, ich habe die Doktrin hätte ich jetzt gewechselt, definitiv. Weil ich habe ja keine Sturmwaffe. Zurück kannst du nicht. Was? Zurück kostet dich CP. Achso, okay, dann lassen wir das. So kannst du jetzt nur in die Pistolen-Doktrin kommen. Okay. Wie viel waren es? 10. 11. 11, genau, 11, richtig, Dennis. 11. Minus 1. Ja. Auf die 4. Safe, so. Einer tot, zwei tot, drei tot und einer noch ein Lebenspunkt. Dafür kriege ich 4 nur Paints. Ah, genau. Die zwei sind durchgekommen. Einer tot, zwei tot, einer ein Lebenspunkt. So, zwei tot. Der Contemptor schießt mit seinen Laserkanonen auf den Trupp. Trifft alles. Verwundet etwas rein. Kann Maßseite sein. Dann 4 mal minus 3. Auf die 6. Flo hält nicht ein. Einer ist autotot. Ja. Nee, er hat viel Pain. Er hat 2 Schwaden auf den mit einem Lebenspunkt. 2 mal viel Pain. Der geht. Ja, okay. Dann 4 mal viel Pain auf den nächsten. Okay. Und 2 mal viel Pain. Eine 6, dann lebt noch einer. Doch. Sauf Kakao. Das ist scheiße. Ja, hat sich gelohnt. Hier, der letzte Intercessor auf die Eliminator. Ihr sucht euch aber auch echt immer die besten Ziele aus, um einmal um den kompletten Tisch rumzulaufen. Die 3. Master Artisan. Ich darf ja eh Chapter. Ne, der ist zu weit weg. Und auf die 4. Zwei Stück mit minus 1, weil minus ich noch 2. Minus 2, weil ich noch in der Doktrin da bin. Wieso minus 2? Der hat Rapid Fire 1 und der ist minus 1. Und er ist aber in der taktischen Doktrin, das heißt, der ist minus 2. Zwei Stück? Mhm. Eine 5 und eine 4. Die 5 hält, die 4 nicht. Ist, ja. Ein Leben weg. Sieht der Captain vielleicht noch was? Der Captain ist advanced. Achso. Ja, dann war's das, ne? Jo, dann war's das. Robert hält. 2. Ein Missionsziel, 2 Missionsziele. Wie viele Trupps habe ich da ausgelöscht? Und die 3. Und er hat einen Trupp ausgeschaltet. Was ist passiert? Meine Eliminators und der Psioniker sind wieder reingegangen. Den doch nicht so gut da draußen gefallen. War nicht so schön. Der Lieutenant hat sich ein bisschen zurückbewegt. Captain auch ein bisschen bewegt. Das war's im Wesentlichen. Man muss auch sagen, Leute, also man sieht, es ist sehr ausgedünnt, ne? Also beim Robert stehen auch nur noch 5 Einheiten. Mhm. Beim Flo sieht es auch nicht viel besser aus. Mhm. Ja, Flo. Psi-Phase? Ja. Psi-Phase. Wie immer nicht. Machen nichts. Den muss ich beim nächsten Mal echt besser einsetzen. Okay, dann würde ich sagen, Schussphase. Ich fange an mit meinen Eliminators. 2 Schuss, wohin? Also, der eine Eliminator von den 2 schießt auf den Captain, der andere auf den Scout. Jetzt. Wie auf den Intercessor und auf den Scout. Ach, auf den Intercessor und den Scout. So, oha, was? Gut, wen machst du zuerst? Den Scout? Erst auf den Scout. Trifft. Wundet auf die 3. Wundet. Minus? Minus 2. Der ist tot, der Scout. Dann geht's auf den Intercessor. Trifft. Wundet auf die 3. Nö. Gut. Thunderfire Cannons. Cannons. Die erste schießt auf den Intercessor. Nehme ich weg. Ja. Den nimmst du weg? Den nehme ich weg. Braucht man nicht auswerfen. Okay. Dann schießt die zweite
kann er nur auf, entweder auf den Contemptor Dreadnought hier schießen oder auf die Thunderfire Cannon hier hin, die viel zu selten gezeigt wird. Wo willst du darauf schießen, lieber Flo? Ich schieße auf den Contemptor Dreadnought. Gut. Okay, der eine, genau, das würfeln wir nicht aus. Der, das was, ist also willst, fällt. Du, willst du, also genau, einer ist praktisch schon übrig. Das heißt, er wird so entfernt. Genau. Dann 4W3. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ja solide, ey. Das war jetzt schon mal nur Durchschnitt. Normalerweise würfelt er immer die 10. Naja, er hat schon noch einmal 8 geworfen. Das passt ja, das stimmt, das stimmt. Auf den Dread. Und zwar treffe ich auf die 2. Die darf ich rerollen. Jo, alle. 8 Treffer. Widerstand. Ich nehme 7 auf die 5. 1, 2, 3, 4. 5. 4. Minus 2. Minus 2. Vierer. Ein Lebenspunktverlust. 2. Stimmt. Bis zu einer Regel. Hat er noch 10. Ich glaube, das Spiel kann er noch eine Weile spielen. Das war's, ne? Das war's. Lange Schussphase. Ist der Robert dran? So, Flo hat in seiner Phase 3 Punkte gemacht, indem er 2 Einheiten ausgelöscht hat und diesen Missionsziel Marker hält. Robert verzichtet fast komplett auf Schießen, außer seiner Kanone wird er gleich noch machen. Er ist mit seinem Contemptor Dreadnought an den Punkt vorgerückt, um den zu halten. Und sein Captain hält den Punkt und sein Lieutenant hier im Haus hält den. Die Kanone, worauf schießt der Robert? Schießt auf die Eliminator. Mhm. 2. Eine 1 wiederholen. Ah ja, richtig mal sagen. Danke, Dennis. Das ist ein Job, den ich hier heute mache. Nein! Und die wiederhole ich auch. 4 Stück minus 1. Ja. Plus 2. Also 3. Auf die 2. Auf die 2. 4 Stück? Mhm. Das gibt's nicht. Sauber. Einer tot. Lebt noch einer. Und der eine hat nur noch einen Lebenspunkt, ja, der andere. Genau. Ja, Robert scored damit 1, 2, 3 Punkte. Und damit kommt die letzte Runde für Flo. So Leute, am Start der 5. Runde steht es, wie ihr seht, unentschieden. 13 zu 13. Also jeder Move entscheidet jetzt. Was hast du denn einfallen lassen, Flo, für die letzte Runde? Okay, also meine Bewegungsphase ist wie folgt passiert. Und zwar habe ich sowohl Psioniker als auch letzten Eliminator in die Richtung aus der Ruine bewegt. Der Psioniker will jetzt noch was machen. Jetzt muss ja endlich. Ja, so langweilig der. Mein Captain ist auch mutig, wie die Fistnummer sind, nach vorne geprescht. Jetzt auch. Jetzt ist aber gut. Ja. Bubbelt am Ende der. Weißt du, der Heini, der sich da so an die Stirn fest, hat die ganze Zeit nur Bücher da hinten gelesen. Und jetzt redet er von den mutigen Fists. Und da kommen wir erstmalig in die Psi-Phase. Der sich mit 2 Thunderfire-Cannons feige in einer Ruine versteckt, wo ich nicht drankomme. Ja, aber für die Fists ist das flaffig, ne? Die bauen ihre Festung, dann bleiben sie da. So machen wir's. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zur Psi-Phase. Und zwar starte ich mal. Was er jetzt wohl macht. Mit definitiv. Fährt auch verdient, hat die ganze Lesen. Captain. Siehe 2 Sechsen. Nee, eine 3. Geht nicht durch. Er hat nicht lang genug geübt. Ja. Okay. Hätte er noch länger üben müssen. Dann machen wir nochmal einen finsteren Fluch auf den Captain. Was ist denn der finstere Fluch? Der kommt auf jeden Fall durch. Der finstere Fluch verursacht erstmal eine Mortal. Und dann halbiere ich deine Bewegungswert. Oh. Na, das ist ja witzig, aber scheiße. Tödlich eigentlich. Aber gut, das war. Aber einen Schaden, gut. Die Mortal nimmt damit. So, damit. Schussphase. Okay, dann haben wir die Schussphase. Willst du mit dem Eliminator anfangen, oder? Ja, fangen wir mit dem Eliminator an. Auf die harte Schussdings. Der guckt schon so durchs Fernglas. Ja, ich schieße natürlich meine gute Munition. Aber jetzt packt er die gute Munition aus. Jetzt packt er endlich mal die gute Munition aus. Er trifft und gibt so eine zusätzliche sogar. Oh, jetzt geht's aber los. Der Flo hat alles aufgehoben für die letzte Runde. Wunde zweimal tatsächlich. Das stimmt. Vierer Retter. Oh, der erste Save. Dominik, jetzt enttäusch mich nicht. Komm, Dominik.
Nein. Ach, Dominik. W3. Willst du den wiederholen? Warte mal, bevor W3 würfelt. Ja, den wiederholen. W3 Schaden ist schon... Ach, Dominik. Danke, Dominik. Wie bei mir. Ach, Dominik. So. D3. Aber nur einer. Und zwei runter. So. Nee, einer runter, ne? Eine Mortal gab es ja noch, ne? Ja, genau. Das ist so, auf drei dann. Zwei jetzt insgesamt runter. Zwei Lebenspunkte hat er verloren insgesamt. Okay, die Mortal habe ich vorhin schon abgezogen. Ja. Hat er noch fünf. Er hatte fünf. Vier hat er dann. Und jetzt hat er drei. Gut, passt. Doch. Karabiner? Ja. Der Boss schießt mit seinem Bolter. Auf die zwei. Da rein. Trifft. Verwundet auf die vier, ne? Ja. Ich glaube, das wird was. No. Jetzt fängst du aber auch, also... Macht D3 Straße. Nee, Quatsch, drei Schaden. Nee, wie viel? Zwei oder drei Schaden? Vielleicht. Da gucken wir nach. Da schaue ich. Lernstifter, oder? Also der, das ist auf jeden Fall kein Fahrzeug, Flo. Also du kriegst keinen Bonusschaden. Nee, das nicht, aber... Was hat er? Zwei oder ein Schaden? In Phobos. So, die macht drei Schaden flat. Drei Schaden flat, ja. Captain Deck. Und ich habe nochmal zwei Thunderfire. Wo schießen die hin? Direkt beide auf den Contemptor? Die können ja. Let's go, 4v3. Dann hauen wir raus. Flo, komm mal ran hier. Oder ich komm wieder rüber. Alles auf Contemptor. Alles auf den Contemptor. Ich geb mal ein TP aus, dass ich den Schaden halbiere. Nee, du hast den letzten schon ausgegeben. Wieso? Gerade für den Hero. Ach so, stimmt. Da liegt noch einer. Ich hab's nicht. Das ist schlecht. So, das dann hauen wir raus. 8v3. Vier. So, da haben wir. Oh. Wieso sind die ersten vier? Dann würfel die anderen vier gleich hinterher. 1, 2, 3, 4, dann doch die nächste. 4 und 8 jetzt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 12 Schuss. So, jetzt wird's spannend. Auf die 2. Also Flo, die Kamera steht auf jeden Fall auf deiner Tattoos, das muss ich immer wieder feststellen, ne? Die ist immer wieder heiß drauf. Ah, den darf ich auch noch rerollen. Okay, alle. Fünfen. Auf die Fünfen. Der hat noch 10 Leben, ne? Mhm. Oh, oh. Einsen rerollen. Sind erst 3 Stück. Dann haben wir nochmal die 2 zum Rerollen. Jo, dann sind das 4 mal Wunden minus 2. 4er Retter. Sind wie viel Schaden? 6? 6 Schaden, ja. Okidoki. Dann hat er noch 4. Steht er also noch. Steht er noch. Nicht ja, zerstört. Das war's. Ne? Du vernichtest eine Einheit und hältst einen Punkt. Hab ich in der Phase. Achso, die anderen ist den Captain. Ne? Ja. Ja. Okay, dann ist der Robert dran. Gehen wir hier ein Stück nach da. Wie viel darf man sich da jetzt eigentlich noch bewegen? Der hat sich jetzt nur ganz wenig bewegt. Also der könnte sich sogar nur so bewegen. Damit er praktisch Captain den Chef da im Visier hat. Aber der trifft schlechter jetzt. Wir gucken mal ganz schnell. Das machen wir auch. Und er kann ihn anvisieren, weil die sieht er nicht. Ne? Genau. Hm. 4 Lebenspunkte, trifft auf die 3 plus. Master Artisan. Scheiße. Und auf die 2. Auf die 2. Einen darf er wiederholen. 4 mal minus 3 auf deinen Captain bitte, auf deinen 4er Retter. 4 mal? Mhm. Ja. Einmal durch. Jetzt musst du hoch. Dominik, rufen. Jetzt aber. Genau das will ich sagen. Sag nicht für Dominik, es wird wieder nur eine 1 oder eine 2. Für Ultramar. Nee, für Bullymann. Okay, hat er noch 3, ne? Gut, nee, 4. 5 hat er, oder? Nee, 6 hat er, das sind genau. Okay, dann Thunderfire Cannon noch da drauf. 4v3. Moment, darf die da drauf? Klar, wenn das ist das nächste Ziel ist. Achso, ja. Nee, das ist nicht nächstes Ziel, die braucht dann noch Zeit und da sind die näher, oder? Also es wurde nachgemessen, die Thunderfire Cannon ist Millimeter auf jeden Fall einen Millimeter näher am Chef. 2. Alles. Rein. Eine 1 wiederholen. 6 Stück. Minus 1. Oder minus 2? Minus 1. Minus 1. 6 Stück minus 1. 4. Hat auch keine Deckung. Ja. Auf die 4. Der steht. Ein Leben weg.
Stark. Okay, egal. Ja, das war's, ne? Nichts zerstört. Wie viel hast du gemacht? Ich habe einen gehalten, eine Einheit zerstört. Und er hält zwei. Okay, ich halte zwei. Ja, das ist schon wieder gleich. Das heißt, es steht 15-15. Aber du hast mehr zerstört als ich. Ja, denke ich auch. Wir zählen nochmal die Punkte aus. Ja, ne? Genau, wir zählen nochmal die Punkte aus und dann... Los, Game. Karl ist auch wieder da. Moin. Ja, was sagst du? War ein super spannendes Spiel, gerade am Ende. Am Anfang dachte ich schon, ich hätte es einfach gerissen, aber dann hat es sich ja ziemlich gedreht bis zum Mitte, ne? Also ja, echt Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet. Sag mal nochmal, wie es ausgegangen ist überhaupt jetzt. Ach so, 18-21. Ja. 21, 18. Ja. Er kriegt aber jetzt noch 4 Punkte Abzug wegen dauerndem Verstecken. Ey, Fluff, ich spiele halt mit reiner Fluff. Karl entscheidet, wir werfen Würfel. Fluff, gerne. Nein, habe ich mich ein, ne? Ey, das ist die Rolle meiner Ehe, soll ich machen. Hast du recht, ja. Was sagst du jetzt als Zuschauer? Ja, war ein extrem spannendes Spiel, gerade zum Ende hin. Die letzten 3 Runden waren, glaube ich, Gleichstand, fast immer. Ja. Und ja, spannendes Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch so ausgeht. Ja. Nee, ich auch nicht, bei diesem Marines-Gekloppe. Also bei mir war so aus meiner Sicht, ich dachte... Mit den 2 Thunderfire-Cannons hinten drin, da habe ich von Anfang an schon damit abgeschlossen, da wirklich dran zu kommen. Ich hatte kurzzeitig überlegt, dass ich alle Intercessors-Trupps nach vorne schicke, advancen, dass ich irgendwann in den Nahkampf komme. Aber dann dachte ich mir, gut, lässt du das, versuchst die ein bisschen weiter hinten zu halten, um vielleicht nochmal so ein bisschen Counter-Field-Control zu haben auf die Missionsziele und dann erstmal das Feuer auf Eliminator und Thunderfire-Cannon zu lenken, hat geklappt. Aber ich musste es über Field Control runterschießen. Das heißt, mein Primärziel war, die Infanterie wegzuschießen, die frei rumläuft. Das sind die Fists nicht gewöhnt, auf dem Feld rumzulaufen. Deswegen werden die weggeschossen und alles, was im Graben liegt, das bleibt halt da. Ja, also wir haben, denke ich, die beiden Marines-Armeen so gespielt, wie man sie sich vorstellt auch. Ne? Also ich musste über Field Control jetzt schießen und versuchen, irgendwas zu halten. Du hast dich eingekramt, die Thunderfire-Cannons haben einfach funktioniert. Geilste Einheit. Aber tatsächlich, also ich habe jetzt schon, also ist auch mein zweiter Einsatz von Thunderfire-Cannons, hatte ich eine dabei. Gelernt habe ich auf jeden Fall, Thunderfire-Cannons gegen Thunderfire-Cannons ist nicht die geilste Idee, mhm, ne? Weil einfach, das hat null Schaden gemacht. War schwierig. Ich hätte von vornherein wahrscheinlich mehr auf die Aggressors gehen sollen. Ne? Mhm. Die Aggressors dezimieren, weil du dann natürlich echt Probleme gehabt hättest, meine massive Infanterie rauszukriegen. Aber die Aggressors, wenn die natürlich ankommen, dann ruppen die einfach. Ne? Ja, die funktionieren auch. Die ja, sind so stark bei den Ultras. Also ne, an alle, die gegen Ultras spielen, ja, sofort rausnehmen. Ja, das Krasse ist, ne? Also ich glaube wirklich, gerade wenn man die Punkte sieht, wie es ausgegangen ist, es lag am Iniklau. Also ich glaube, wenn Robert angefangen hätte und praktisch Flo dieses kleine bisschen Feuerpower genommen hätte, was jetzt dann Flo immer wieder den Vorteil hatte, weil er angefangen hat, kann ich mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich auch knapp, aber genau andersrum ausgegangen wäre. Ich glaube, das hätte nahezu nichts geändert. Meinst du, weil du nicht viel hättest... Ich konnte ja nichts beschießen. Ich hätte meine 2 Eliminator-Trupps schießen lassen können, eine Thunderfire kennen. Ob ich die doppelt geschossen hätte, ist fraglich, weiß ich nicht. Die CPs hätten mir woanders gefehlt. Und da hätte ich hinten wenig wegbekommen. Der kriegt überall Deckung in der kompletten Ruine, bringt mir gar nichts. Ich glaube, das hätte nicht viel gebracht. Also, ja. Meine erste Runde habe ich auch die Thunderfire Cannon ziemlich verbaselt, weil ich auf die Thunderfire geschossen habe. Gut, das hättest du ja aber sonst. Aber du hast den Eliminator-Trupp komplett rausgenommen. Die Eliminators und den Intercessor-Trupp. Der Intercessor-Trupp war jetzt nicht so wichtig, aber tatsächlich der Eliminator-Trupp, der hat schon was ausgemacht. Ja, definitiv. Ja. Das ist halt auch so eine psychologische Wirkung, so ein Eliminator-Trupp. Wenn du weißt, du hast, oder der Gegner hat den hinten drin, das ist immer nervig. Tatsächlich ist es so, in der Konstellation, die wir jetzt gespielt haben mit den HQs, keine großartigen Panzer mit auf dem Feld oder so, man muss die komplett ignorieren. Einfach die charakterfrei bewegen, als wären sie nicht da. Ansonsten schneidest du dich selbst irgendwie ins Bein, denke ich zumindest. Ja, denke ich auch. Weil sonst machst du dich ja nur verrückt da auf dem Feld, denke ich, ne? Ja. Ja. War cool. Ja, cooles Spiel. Ja, spannende Runde. Spannend. Ja, Wort zum Sonntag. Lieber Karl. Dürfen wir wiederkommen? Ja, auf jeden Fall. das hat echt Spaß gemacht mit euch.
Dann bist du aber auch nächstes Mal mit dran. Ne? Das wäre jetzt. Demnächst bin ich auch mal dran, genau. Dann erschieße ich mal ein paar Leute mit meiner Raven Guard. Geil. Da können wir ja mal einen Hermie aus dem Loch holen, beziehungsweise einen der anderen Jungs von uns, die noch ein paar Marines fertig haben. Flo ist auf jeden Fall jetzt eine Runde weiter mit seinen Fists. Fists. Gut. Ja. Ja, ich bin bereit. Bist bereit. Also Hermie, mach dich schon mal Hose hochziehen zu Hause und was anziehen und dann darfst du mal rauskommen und auf die Menschheit losgelassen. Du wirst auf die Menschheit losgelassen mit deinen tödlichen Würfelwürfen. Mein Gott, jetzt habe ich's. Karl ist bereit. Bereit. Ja, also habt ihr noch was? Wollt ihr noch irgendwie Mama grüßen? Nur Nils. Alles gut. Ich grüße immer Nils. Okay. Dann. Grüß heute mal Tim, weil der an der Arbeit ist. Schön, der Arme. Nicht da. Aber dafür, für Tim, haben wir ihm was mitgegeben und das passt dann auch. Ja, ich bin, wir ihm was mitgegeben. Ich mach Packesel heute irgendwie. Ja. Ne? Ja. Für 18 Leute gefühlt. Aber da weiß ich noch nicht, ob das ankommt. Aber du hast es wahrscheinlich jetzt on-cam gesagt, um den Beweis zu haben, ja, dass es ankommt. Weiß er nie, ne? Ja. Forge World. So ist das. Und Karl will das halt auch nicht hier im Laden haben, das Forge World Zeug. Ja. Forge World kann man auch spielen, aber unser Kram ist viel besser. Ja, das war echt nett. Am 7. Dezember haben wir hier noch eine kleine Weihnachtsfeier mit Kinderpunsch und Keksen und es gibt ein Minispiel mit dem Red Gobbo. Mhm. Ende des Jahres, am 28. Dezember, haben wir noch ein Apokalypse-Spiel. Das heißt, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wilhelmstraße 31. In Kassel. Genau. Bringt alles mit, was ihr habt. Dann gibt es ordentlich auf die Nase. Ordentlich Gemosche. Apokalypse-Spiel. Also, mit den neueren Apokalypse-Regeln. Mit der Apo-Box. Okay. Genau. Cool. Ich weiß nicht, wer von euch das schon gespielt hat. Aber das ist echt ein sehr cooles Spielsystem. Beschleunigt das Spiel nochmal deutlich. Okay. Verluste werden erst am Ende des Spiels entfernt. Also am Ende der Runde entfernt. Kann ich euch aber alles dann noch erklären. Ich glaube, jetzt haben wir was gefunden, was wir mal machen werden. Du wirst uns auf Video irgendwann, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, eine Einführung geben und allen Leuten da draußen, die zuschauen. Können wir machen. Apokalypse. Klar. Ein Deal? Kein Problem. So irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Punkte, ist ja alles kein Problem. Ja, wo war der unten stehen im Keller? Ja, ein Ultramarine. Was du dann sagst. Ja, machen wir eine schöne große Platte. Nee, aber dann geht's ab. So Marines gegen irgendwas anderes oder so, keine Ahnung. Chaos. Dann spielen wir mal zusammen. Du kannst dich hinten einkramen und ich darf nach vorne. Klar. Gegen das Karl. Futter immer nach vorne, ne? Gegen Karl alleine. Gegen mich alleine. Oh. 130 Energy. Charlie fordert jetzt erstmal Luftunterstützung an hier. Also da oben hängt ein Pappfinger. Ja. Ja, so machen wir das. Karl, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Bitte, bitte. Und wie gesagt, das unterstreicht hoffentlich, dass wir diese ganze Community hier in Kassel und speziell auch dich hier, dein ganzes Vorgehen, dein Handeln hier im Laden und dein Handeln für die Community einfach ein bisschen unterstützen wollen. Das ist uns sehr wichtig. Das freut mich. Und das könnt ihr natürlich auch tun, indem ihr dieses Video guckt, aber auch indem ihr Karl besuchen kommt hier in Kassel. Oder und was mitnimmt, ne? Ja, und einfach vorbeikommt und die Community wieder bewegt. Genau, also einfach vorbeikommen, malen und basteln, mit Leuten schnacken. Man kann sich ja bei dir wahrscheinlich auch eine Liste, wo man sich eintragen kann zum Spielen oder so, vermutlich. Ja, genau, man kann sich die Platten reservieren, am besten einfach vorher anrufen oder auf unserem Facebook-Kanal uns schreiben. Dann kann ich euch die Platten reservieren. Oder auch anfangen, wahrscheinlich, ob man gegen andere spielen kann, weil ich finde das immer, also man muss ja nicht auf ein Turnier fahren. Ja, genau. Du kannst ja auch innerhalb von Kassel einfach dich mit irgendjemandem treffen, wie zum Beispiel mit dem Flo oder mit Robert oder mir oder wem auch immer und dann einfach mal drin, weil es macht echt immer Bock. Also ich habe das auf Turnieren festgestellt, ist immer super geil, gegen fremde Leute zu spielen, weil es immer was ganz anderes ist und eigentlich haben wir immer mit den Spielern gute Erfahrungen gemacht. In der Regel macht es Spaß. Ja. Das stimmt. Ja, was wollte ich noch sagen? Du hast einen Facebook-Account. Ja, genau. Das ist einfach Warhammer Kassel. Achso, ich dachte, der Privataccount jetzt von Karl. Ja, den habe ich auch, aber das werdet ihr nicht erfahren. Genau, schaut einfach auf unserem Warhammer Kassel
Facebook-Kanal vorbei. Du postest ja mit Sicherheit mal das eine oder andere Interessante, weil das Coole, wie gesagt, auch bei ihm ist, er fährt auch mal rum mit Community, er besucht uns mal auf Turnieren, er unterstützt unsere Turniere. Das hier, da findet ihr immer mal ein Foto von wahrscheinlich irgendwie in einem aktuellen Event, irgendwas, ja, genau, irgendwas anmalst. Oder oben was auf unserer Facebook-Seite ist auch unser aktueller Eventplan. Da stehen die ganzen Termine drin. Ja, wie Hobbyabende oder spezielle Szenarien für Age of Sigmar oder Warhammer 40.000 oder wie gesagt, die große Apokalypse-Schlacht am Ende des Jahres. Das findet ihr da alles. Ja, super. Und wir kommen nächstes Jahr vorbei zum Apo-Spielen. Das gibt es eine Einführung. Ich habe die Box nämlich immer noch zu Hause liegen eingepackt. Ja, Apokalypse ist ein richtig gutes Spiel. Ja, ich bin echt gespannt. Wirklich, können wir wirklich mal ausprobieren. Ja. Ja, und dann, was gibt's noch zu sagen bei uns? Wir machen jetzt schön weiter Battle Reports, Age of Sigmar, 40k, unsere 1000-Punkte-Serie hier. Und dann wird's bald auch mal gucken, wann, weil wir werden das ein oder andere Testspiel erstmal off-cam machen. Aber ich denke, dann setzen wir beide uns auch mal hin, wahrscheinlich noch mit dem guten Bega, zocken mal eine Runde Necromunda in so einem Stil von Kill Team, wie ihr das vielleicht von unserem alten Kanal, also Kais und meinem alten Kanal kennt. Kamera oben aufbauen und dann wird dann eine Runde nicht Kill Team, sondern Necromunda gespielt. Mhm. Er ist auch fit schon. Aber er hat diesmal keine Armee, die sich hinten eingräbt, sondern die sehen dann ungefähr so aus wie er und der will halt nach vorne und auf. Ja. Ne? Also Goliaths, ne? Also Goliaths! Was sonst? Ja, ist klar. Nee, cool. Das machen wir eigentlich, würde ich mal sagen. Ne? Also schön für einen YouTube-Kanal. Auf jeden Fall. Und dann kannst du mal mitspielen, auch wenn du mal Bock auf Necromunda hast. Kann ich gerne machen. Cool. Du musst dir mal eine Gang bauen. Ja, ich habe irgendwo noch eine Escher-Gang. Das siehst du. Super. Die kannst du ja jetzt sogar vom Chaos korrumpieren lassen, ne? Die ist immer gut, vom Chaos korrumpieren lassen. Korrumpierte Dinge sind immer besser. Slanish, Escher oder so. Tod dem falschen Imperator. Ja. Ich weiß nicht, was ihr habt. Imperium. Und ich habe Bock, muss ich ja ehrlich sagen, dass wir wieder ein Turnier machen. Muss ich einfach sagen, also gerade wo ich jetzt das Video gesehen habe von den Jungs vom AOS, ich war an dem Wochenende leider nicht da, ich war in der Heimat, ich habe mir auch gedacht, so 40k-Turnier wäre schon eigentlich wieder geil, ne? Es juckt. Mhm. Es juckt. Ja, ja. Okay, also, ja, nochmal vielen Dank, bitte, wir werden das wiederholen und dann, ja, freut euch auf die kommenden Videos und wir machen jetzt erstmal eine Woche Pause mit Filmen, beziehungsweise von heute aus gesehen, morgen haben wir nochmal einen großen Report, aber dann sind wir erstmal eine Woche weg. Wir sind nämlich in England bei Games Workshop und da werdet ihr aber auch noch ein Video bekommen, also auf jeden Fall. Es kommt noch einiges, Leute, bleibt dran. Gebt uns bitte einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat und wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr uns ein Abo geben würdet, weil wir haben mittlerweile feststellen müssen, dass über 60% der Leute, die unsere Videos gucken, leider ohne Abos gucken. Und euch tut es nicht weh und uns würde den riesen Gefallen tun, wenn ihr uns einfach ein Abo dalasst, unsere Videos liked, fleißig kommentiert, einfach schreibt, was euch so auffällt, was ihr wollt, was wir anders machen können. Schreibt einfach konstruktiv drunter, was ihr haben wollt, sehen wollt und dann geben wir unser Bestes. Und ja. So geht's weiter. Jungs, Mädels, falls welche zugucken. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.